Es ist ganz klar, dass künstliche Intelligenz sich auch in der Darstellenden und Abbildenden Kunst niederschlägt, dass immer neue Technologien eine ganz, ganz wichtige Rolle auch als Innovationsmotor für künstlerische Arbeiten bedeuten. Und uns ist es ganz, ganz wichtig, diese unterschiedlichsten Perspektiven zusammenzubringen und mit dem Schaufler Lab ein Forum herzustellen, wo plötzlich diese Begegnungen auch für eine breite Öffentlichkeit stattfinden können. Mein Name ist Gwendolin Kremer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstbesitz der Kustodie der TU Dresden und Kuratorin in der Universitätsgalerie hier im Görgesbau. Heute begleitet ihr aber nicht mich, sondern unseren ersten Künstler Christian Kosmas-Meyer aus Wien. Er ist Artist in Residence der Schaufler Residency at TU Dresden im Jahr 2020/2021 gewesen. In der Kunst gibt es diesen Raum, der Verbindungen produktiv nutzen kann. Poetisches mit Wissenschaftlichem zum Beispiel verbinden, ohne dass es ein Problem ist. Und wo es spannend sein kann, wenn Dinge aufeinander clashen, die auch irgendwie gar nicht zusammengehören. Das hat mich immer gereizt. Wir sind hier in der historischen akustisch-phonetischen Sammlung der TU Dresden. Und da ich mich für Sprachsynthese interessiert habe, im Rahmen meiner Residency, war es für mich wichtig, hier diese historische Sammlung mal zu besuchen und zu schauen, was sind auch die Vorbilder, die Vorgänger von dem, was heute mittels KI eigentlich im Bereich der Sprachsynthese abläuft. Und das ist hier eine ziemlich einzigartige und bedeutende Sammlung an historischen Objekten, die also schon zurückgehend ins 19., zum Teil ins 18. Jahrhundert sehr wichtige erste Formen von Sprachsynthese hier versammelt haben. Und ich habe hier auch einige Objekte gefunden, die für mich dann in der weiteren künstlerischen Umsetzung dann relevant wurden, die dann auch in meiner Ausstellung auftauchen. Mein Name ist Rüdiger Hoffmann. Ich bin hier an der Technischen Universität in der Fakultät Elektrotechnik lange Jahre zuständig gewesen für Systemtheorie und Sprachtechnologie. Das ist das Arbeitsgebiet, das sich mit der Analyse und der Synthese menschlicher Sprache beschäftigt. Ein Feld, das heute ja durch so persönliche Kommunikationssysteme wie Alexa und Ähnliches ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten ist. Wir können hier zeigen, wie der Mensch seit der Barockzeit versucht hat, menschliche Sprache nachzuahmen und wie das also in Automaten und Spielzeugen zum Beispiel ständig Anwendung gefunden hat, bis eben die Sprachsynthese heute ziemlich ins tägliche Leben gerückt ist. Eigentlich hat man seit der Antike versucht, Figuren herzustellen, die irgendwelche Laute von sich geben. Die Schallerzeugung passiert wie bei der Zungenpfeife und die eben so einen Grundton, so ein bisschen wie bei der Kinderstimme, erzeugt. Und es ist ja wie bei Menschen, wenn er seine Stimme entwickelt, der macht so und dann machen wir mal abwechselnd auf und zu, Mama, und dann ist das einfachste und wichtigste Wort fertig. So, nicht? Auch Papa, da muss man bloß noch die Nasenlöcher zuhalten. So, es wird ein Papa. Den Mund kann man dann verformen hier und da kann man also auch kompliziertere Laute bilden. Und diese Campbell-Maschine war seinerzeit ein ungeheurer Renner. Das ist so einer der ersten echten KI-Apparate gewesen. Dieses Modell, das man in dieser hübschen Transportkiste findet, von 1895, das ist das sogenannte Lautbildungsmodell von Auguste Böhme-Köhler. Dieses Modell ist von einer Gesangspädagogin angefertigt worden, die ihren Schülern beibringen wollte, wie sie die Artikulationsorgane einstellen müssen beim Singen. Mich haben ja vor allem die Zungen begeistert, weil die natürlich auch jede für einen speziellen Laut konzipiert ist, der dadurch entstehen soll. Gleichzeitig ist es aber für professionelle Sängerinnen und Sänger gedacht. Das heißt, es sind auch bestimmte, gar nicht so leicht eigentlich nachzuahmende Zungenhaltungen, die für normale Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und in dieser Unterschiedlichkeit fand ich die unglaublich. Deswegen wollte ich so gerne mich derer auch annehmen und sie in einer veränderten Form in meine Ausstellung mit hineinnehmen.
Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist so, dass man eigentlich meistens als Künstler eine bestimmte Vorstellung hat von etwas. Nicht unbedingt schon ein ganz konkretes Ziel oder was es genau werden soll, aber irgendwie ein bestimmtes Interesse. Und dann ist natürlich dieser Moment, in dem man versuchen muss, herüberzubringen, was der eigene Ansatz ist und warum das vielleicht auch für die Leute aus der Wissenschaft interessant sein könnte. Und ich muss sagen, dass meistens eigentlich die Türen da immer sehr weit offen sind, weil das für die Wissenschaft oft auch sehr attraktiv ist, mit so einem künstlerischen Ansatz konfrontiert zu werden, der auch so andere Blickwinkel wieder auf ihre eigene Forschung wirft und auch bestimmte Vorgehensweisen vorschlägt, auf die sie nie selbst kommen würden. Dann ist es meistens ein längerer Prozess, wo man sich natürlich regelmäßig trifft, wo man von dieser Grundidee überhaupt mal überlegt, wie kann das in eine Art von Umsetzung kommen und eine Art von Übersetzung finden kann, die dann in einem Kunstwerk, Ausstellung, Performance, was auch immer, dann realisiert wird. Hallo, Herr Böck. Hallo, wie geht's? Wir wollten uns noch über diese Modelle unterhalten. Genau. Und was sie zeigen. Die schönen Vokaltraktmodelle. Von einem Mann, einer Frau, ja. Zwei Sprechern. Und hier kann man schön die unterschiedlichen Vokaltraktgeometrien sich anschauen für verschiedene Laute, Vokale und Konsonanten. Mein Name ist Peter Birkholz und ich leite die Professur für Sprachtechnologie und kognitive Systeme am Institut für Akustik und Sprachkommunikation der TU Dresden. Und wir beschäftigen uns an der Professur mit Sprachtechnologie einerseits, aber auch mit den Grundlagen der Phonetik, mit den Grundlagen der Spracherzeugung. Und zu diesem Zweck machen wir unter anderem MRT-Aufnahmen des Vokaltrakts, anhand derer wir die Akustik und Aerodynamik der Sprachproduktion untersuchen. Diese Modelle sind aus sehr aufwendigen Messungen im MRT-Scanner entstanden. Akustisch und aerodynamisch haben wir die dann vermessen und das als einen Datensatz publiziert, der für die Forschung und für die Lehre dann interessant ist. Das sind alle die Vokale und Konsonanten des Deutschen mit einem offenen Vokaltrakt. Wir hatten eine Sequenz, wo man immer 16 Sekunden lang den Laut halten musste. Und in der Zeit wurde der aufgenommen und man durfte sich nicht bewegen dabei. So, das A. Haben wir hier noch einen schönen Laut, das Ö. Ja, das geht sehr gut. Jetzt befinden wir uns hier im Audiostudio vom Institut und hier haben wir die Aufnahmen gemacht von den Stimmklängen mit dem Mumienvokaltrakt. Hier unten befindet sich ein Gebläse. Die Luft kommt hier durch, kommt dann hier oben raus und dann wird dazwischen eben eine Tonerzeugungsquelle, also diese Areipfeife montiert und dann kommt der Vokaltrakt hier drauf, der in dem Fall jetzt einer ist von Professor Birkholz Sammlung an Vokaltrakten, die schon einen bestimmten Laut vorgeben. Genau auf die gleiche Art und Weise war unser Mumienvokaltrakt hier oben angebracht. Und wenn dann die Luft hier durchfließt, ergibt sich dann eben dieser Grundton, den wir dann eben versucht haben zu verändern mit dieser fluiden Zunge, die wir in den Vokaltrakt hineingebaut hatten. Die hat drei Kammern aus Silikon. Hier unten sind die Zugänge für Wasserschläuche, die sowohl Wasser hineinpressen wie auch hinaussaugen können. Und dadurch konnte die Zunge eben auf ähnliche Art und Weise verformt werden wie unsere Zunge den Mundraum verändert. Und so hatten wir eine Möglichkeit, eben diesen Grundklang des Mumienvokaltrakts zu modulieren, dass sich auch verschiedene Laute ergaben, bestimmte Vokale hörbar wurden. Oben war dann das Mikrofon montiert, das dann die Aufnahmen davon gemacht hat, die dann das Basismaterial waren für meine Soundinstallation, die in der Altana-Galerie zu hören ist. Ausgehend von diesen Objekten, die wir vorhin in der historischen Sammlung betrachtet hatten, habe ich diese Objekte gemacht, quasi Kopien dieser Zungenmodelle, die hier aber natürlich ganz anders präsentiert werden, nämlich herausgehoben, isoliert, nur noch als reine Zungenform, die jede ja so eine Art festgehaltenen Klang, festgehaltenen Laut verdeutlicht. Und gleichzeitig habe ich sie einer materiellen Transformation unterzogen, indem ich sie eben vergoldet habe mit 24 Karat Gold. Das ist eigentlich eine Kulturtechnik, die Dinge immer auch mit einer anderen Zeitlichkeit dadurch verbindet, weil Gold natürlich schon seit Urzeiten immer auch mit Unsterblichkeit, mit Beständigkeit, mit einer Zeitlichkeit, die außerhalb unserer menschlichen Lebenszeit steht, verbunden wurde. Und das wollte ich hier eben mit hineinbringen als weitere Ebene, die sich mit diesen historischen Objekten verbindet, zu etwas Neuem und natürlich in Verbindung mit dem Sound, der ja auch maßgeblich mit dieser Zunge eben zustande kam.
Die Arbeit von mir, mit der es hier beginnt, ist eine Videoarbeit oder eigentlich eher eine Art von animierter Fotografie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von einem amerikanischen Fotografen, William Mumler, der Geister über Fotografie sichtbar machte. So wollte er zumindest Glauben machen und viele haben ihm das auch geglaubt. Und da war natürlich dieser Glaube, dass man über so ein neues Medium etwas sichtbar machen kann, das man mit normalem Auge nicht sehen kann. Und mich hat interessiert, inwieweit wir jetzt mit KI eigentlich auch wieder an so einen Punkt kommen, wo bestimmte Dinge zur Erscheinung gebracht werden, von denen wir nicht genau verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Und ich habe eben diese historischen Fotos von Mumler genommen und über eine KI, einen Algorithmus, der meine eigene Gesichtsmimik als Lernmaterial hatte, auf die Gesichter dieser historischen Porträtierten übertragen. Die ganzen Bewegungen des Kopfes, das Augenzwinkern, das Sprechen, sind eigentlich meine Bewegungen, die jetzt von dieser längst verstorbenen Person jetzt sozusagen performt werden in diesem Video. This is Anton Ginsberg, artist from New York City. He's the second artist in residence who was following my residency. And due to Corona postponements, it happened that we overlapped in our time being in Dresden, and also our exhibition here is a joint exhibition that we showed together. Anton, how is it going with the preparations? It's 2 days before exhibition, so everything seems to be on the schedule. Here you have one of my works. It's exploration that was based on algorithm and emotional analysis of film scripts. The forms that you see here were based on classical American film scripts that were using emotional analysis and therefore generated forms. So they were printed in 3D and installed as a mural piece. And on the left, you would see the actual video footage of the algorithm kind of developing. But they all had the same basic form, right? The same one, and then it was transformed through. Yes, yes. We work with mathematics department at TU Dresden with Axel Voigt, who helped to develop this algorithm. Wenn man Kunst als Beruf machen möchte, würde ich raten, neugierig sein, viel anschauen, viel ausprobieren, sich zusammenschließen mit anderen, die Kunst machen. Einfach herausfinden, was einen bewegt, warum man das machen will und dann dieser Obsession nachgehen. Und dass man nicht Kunst machen begreift als etwas, das so im stillen Kämmerchen passiert, sondern dass Kunst eine Auseinandersetzung mit Welt ist, dass es eine spezielle Form der Sprache ist, wie man sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, die mit der Welt und der Gesellschaft und so weiter zu tun haben. Denn es geht ja auch darum zu spüren, irgendwie, wofür steht diese Zeit, was beschäftigt uns in dieser Zeit und was gibt es für verschiedene Ansätze, auch sich damit zu beschäftigen. Hier in Dresden zu arbeiten hat viel Spaß gemacht, eben weil diese Residency so gute Bedingungen gegeben hat, um hier eben wirklich in die verschiedenen Institute zu kommen von der TU Dresden und gleichzeitig aber auch so eine Anbindung an die Kunstszene von Dresden geleistet hat. Deswegen war das eine gute Zeit. In der Ausstellung wird endlich diese lange Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz bei uns an der Technischen Universität Dresden sichtbar. Die verschiedensten Professuren von der Mathematik, Informatik, Elektrotechnik werden mit dabei sein. Und ich denke, dass für unsere Besucherinnen diese künstlerische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz nochmal ganz neue Denkräume eröffnen wird. Wenn ihr auch meine Kollegin Viktoria Bertha, sie ist Mitarbeiterin in der Mensologie, einen Tag lang bei der Arbeit begleiten möchtet, klickt hier oben. Wenn ihr weitere Videos aus dem Kanal Auf Arbeit mitsehen möchtet, klickt hier unten. Und falls ihr überhaupt kein Video mehr verpassen möchtet und unseren Kanal abonnieren wollt, drückt einfach die Glocke.